Hi Leute, ich bin Silona und von mir gibt es mal wieder einen neuen Vlog. Ich habe letzte Woche einen richtig fetten Wochenvlog hochgeladen. Es war 42 Minuten lang und ich habe einfach so gute Rückmeldungen von euch bekommen, dass ich mir jetzt überlegt habe, jetzt wo ich die Zeit habe, so viel zu vloggen, werde ich das auch weitermachen. Es gibt jetzt mein Haar-Reveal. Ich habe euch ja letzte Woche gezeigt, dass ich meine Haare gefärbt habe. Und das ist jetzt das Ergebnis, wie ihr seht. Ich habe jetzt komplett blonde Haare. Mein Pony ist gerade ein bisschen zu lang. Ich muss den gleich mal schneiden. Aber auf jeden Fall, ich bin an sich bin ich so froh, dass die wieder heller sind. Weil also ich mag einfach blonde Haare persönlich so bei mir am meisten. Ich weiß, dass ihr da nicht so denkt. Also ich bekomme meistens Rückmeldungen, braun steht ihr am besten. Oder das mit dem dunklen Ansatz steht ihr am besten. Und ich finde an sich auch so ein kleiner brauner Ansatz halt immer am schönsten, am natürlichsten. Aber das war jetzt nicht dran dieses Mal. Weil ich habe es ja selber versucht, es war schrecklich und jetzt habe ich lieber ein gutes Blond und ja. So sieht das aus, wie ihr seht. Ja, es ist schon leicht fleckig, aber es gefällt mir trotzdem ganz gut. Und ja, das ist mein Haar-Reveal. Ich bin jetzt wieder ein richtiger Blondie, ein richtiger Blondkopf. Ja, und ich finde das so süß mit so viel so Rouge drauf und dann so blonden Haaren. Ich war eben mit meiner Mutter einkaufen und irgendwie ist heute so ein bisschen so ein ätzender Tag. Also ich habe gestern war ich so produktiv und irgendwie heute, ich weiß nicht, heute habe ich irgendwie Kopfschmerzen und ich fühle mich auch so. Deswegen werden wir das gleich ändern. Ich werde mich gleich an den Laptop setzen, werde was für die Uni machen. Ich habe morgen eine Online-Vorlesung um 8 Uhr morgens. 8 Uhr morgens! Ich verstehe halt nicht, wie unser Prof uns das antun kann, weil wenn man halt jetzt Online-Vorlesungen hat, ne? Man kann ja die Zeiten selber aussuchen. Warum gönnst du uns nicht wenigstens bis 9 zu schlafen? Weg. Und morgen wird wirklich so ein voller Vorlesungstag. Also ich habe morgen dann die erste um 8, dann noch eine um 12, die nächste wieder um 14 Uhr. Also ich werde morgen wahrscheinlich den ganzen Tag vor dem Laptop sitzen. Heute muss ich unbedingt dann auch noch ein Workout machen. Ich weiß nicht wann. Gestern zum Beispiel habe ich morgens mein Workout gemacht. Manchmal habe ich da einfach voll Bock drauf, aber heute Morgen war das auch irgendwie nicht drin, weil ich habe ja gesagt, ich habe Kopfschmerzen, ich fühle mich irgendwie so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich irgendwie schaffen, mich produktiv zu fühlen. Weil, wisst ihr, wenn man sich schlecht fühlt, dann macht man was dagegen und man macht dann nicht einfach weiter, wie man den ganzen Tag schon gemacht hat, weil das wird sich dann dadurch auch nicht ändern. Deswegen gleich werde ich mich an den Laptop setzen, werde produktiv sein, werde ganz viel Wasser trinken, damit meine Kopfschmerzen weggehen. Und ich habe mir eben beim Einkaufen diese Vivier, so Lutschbonbons geholt. Boah, ich liebe sowas. Ich könnte das den ganzen Tag lang essen. Boah, meine Nägel sind einfach so. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich die gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn die oben so überall einfach wehtun, weil man mit jedem Nagel schon irgendwo gegengeknallt ist, ist gerade wirklich unerträglich. Also ich werde gleich mal Laura fragen, wie sie ihre abgemacht hat, weil es wirklich, es tut einfach nur noch weh. Und ich habe mir heute bei Rossmann, habe ich mir hier die hier geholt von KISS. Ja, und ich finde, das kann ganz cool aussehen. Also ich werde die dann wahrscheinlich dran machen, bevor ich zum Beispiel ein Video für euch filme. Und ich habe mir noch eine Nachtpflege geholt von Diaderma. Das ist die Karottencreme Tag und Nacht. Ich wollte nämlich eine bisschen reichhaltigere Creme für die Nacht haben. Und ja, die wirkte echt richtig gut. So, ich habe mir auch ein bisschen die Inhaltsstoffe angeguckt. Da sind zum Beispiel auch Niacinamide drin, was ich zum Beispiel auch in meinem Serum davor verwende. Also bräuchte ich eigentlich praktisch die nicht mal mehr davor benutzen. Bin mir noch nicht so zu 1000% sicher. Ich werde die ausprobieren. Karottenöle haben mir nämlich total viele von euch empfohlen. Und so sieht die Creme aus. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, die auszuprobieren. Ich habe von euch, ne, also ich rede jetzt ja momentan generell ziemlich viel von so Gesichtspflege. Und es liegt einfach daran, dass ich mich jetzt so zum ersten Mal so wirklich über Gesichtspflege informiert habe. Und ich jetzt auch so zum ersten Mal wirklich viel Gesichtspflege verwende. Also ich habe davor echt immer so wenig wie möglich benutzt. Und ja, das ist ein Tipp, den mir halt viele von euch geben. Ich benutze einfach so wenig wie möglich, nur Wasser und das ist halt gerade einfach nicht der Weg, den ich ausprobieren möchte. Ich habe das jetzt schon sehr lange so gemacht und ich finde, jeder muss einfach mal das ausprobieren, was für sich am besten ist. Und ich wollte euch deswegen jetzt mal meine Haut vom Nahen zeigen.
Ich bin jetzt natürlich geschminkt, aber ihr werdet meine Haut auch noch oft genug ungeschminkt sehen. Aber ja, so sieht sie gerade aus. Ich hab gerade auch keine Foundation drauf, nur ein bisschen Concealer. Und ich habe definitiv noch Narben, die natürlich auch durchschimmern. Aber insgesamt würde ich meine Haut gerade als rein bezeichnen, auch wenn sie nicht so aussieht. Halt einfach wegen den ganzen Narben. Das werden Leute kennen, die Akne hatten, dass die Haut halt nicht so rein aussieht, aber ne, wenn man halt so über die Haut geht, fühlt sie sich weich an. Und das tut sie momentan und deswegen, ja, habe ich mir jetzt mal diese Creme geholt. Weil irgendwie, ich habe davor immer dieselbe Creme abends und morgens benutzt und einige haben mir gesagt, man soll nachts kein SPF drauf machen. Deswegen habe ich mir die geholt, ohne SPF. Ja. Ich krieg einfach diese Teile nicht auf. Und wenn man es nicht aufbekommt, Zähne funktionieren immer. Das Ganze hat sogar Kalorien. Da stand ohne Zucker. Jetzt habe ich gehofft, dass es keine Kalorien hat. Was ist denn da drin? Erythrit. Ich heule. Egal, ich gönne mir ein paar. Die ganze Tube hat nur 100 Kalorien. Ja, komm. Wir gönnen uns ein. Das schmeckt einfach so lecker, diese Vivier Waldfroh. Das ist so lecker einfach. Und ich mache jetzt die Challenge. Seit gestern esse ich keine Süßigkeiten. Und es ist wirklich hart, weil ich die letzte Zeit irgendwie ja, ein bisschen viel Schokolade gegessen habe. Ja, obwohl ich am Abnehmen bin, habe ich ein bisschen Schokolade gegessen. Aber ich möchte jetzt halt so jede Woche mir so eine neue Challenge stellen, weil momentan bin ich wieder an so einer Zahl hängen geblieben beim Abnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, falls ihr auch gerade am Abnehmen seid oder mal abgenommen habt. Man hat das immer so, es läuft und dann bleibt man so an einer Zahl stehen und dann geht es nicht mehr weiter. Das heißt, man muss was ändern und deswegen probiere ich jetzt diese Woche keine Süßigkeiten zu essen. Ja, und sonst mache ich ganz normal mein Intermittent Fasting weiter, von 12 bis 6 Uhr essen. Ja, das sind meistens zwei Mahlzeiten, vielleicht noch ein Snack manchmal, je nachdem wie viel Hunger ich habe. Ich versuche jeden Tag Sport zu machen. Und ich muss sagen, damit fühle ich mich momentan sehr gut auf jeden Fall. Mhm. Und deswegen, ich werde von euch total oft gefragt, kannst du da mehr zu erzählen? Aber ich möchte nicht, dass Abnehmen der Fokus auf meinem Kanal wird. Weil ich einfach finde, es gibt so viel spannendere Sachen, über die man sprechen kann. Also wenn ihr möchtet, ich bin ja momentan noch im Prozess. Ich kann vielleicht gerne, wenn ich noch ein bisschen mehr abgenommen habe, wenn ich vielleicht noch ein bisschen mehr Sachen ausprobiert habe, dann kann ich vielleicht mal so ein ganzes Video dazu drehen. Aber ich habe auch einige Fragen bekommen, wie viel hast du jetzt insgesamt schon abgenommen? Und seit wann nimmst du ab? Also ich habe angefangen abzunehmen, tatsächlich vor eineinhalb Jahren habe ich angefangen, also da war ich vor eineinhalb Jahren, war ich an meinem Höchstgewicht. Hab dann 5 Kilo abgenommen. Das war dann genauso zu meinem Studienanfang. Hatte ich 5 Kilo abgenommen. Ich glaube, das waren sogar ein bisschen mehr. Also ich glaube, das waren 6,5 Kilo circa. Dann habe ich wieder versucht abzunehmen. Das hat nicht so geklappt. Momentan klappt es jetzt aber wieder. Ich habe jetzt wieder 5 Kilo runter. Also ich bin jetzt aktuell circa 11,5 Kilo von meinem Höchstgewicht weg. Aber ich finde nicht, dass man es mir ansieht, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass viel, was ich abgenommen habe, auch einfach Muskeln waren. Also ich zum Beispiel, wenn ich mich im Spiegel anschaue, ich sehe nicht so Unterschiede. Also jetzt, seit ich wieder öfter Sport mache, merke ich, meine Beine sind, meine Haut ist straffer an den Beinen. Ich hatte ein bisschen dollere Zellulite davor, das ist ein bisschen besser geworden. Ja, meine Haut ist insgesamt ein bisschen straffer, mein Bauch sieht ein bisschen flacher aus, aber ja, so die Problemzonen, das ist ja immer so, dass die Problemzonen halt dass man bei denen als letztes abnimmt. Und das sind zum Beispiel bei mir meine Oberarme, halt so diese Arme da drunter, wir kennen es alle. Generell so mein Oberkörper, ich würde gerne ein bisschen an der Oberweite abnehmen. Mein Unterbauch, aber, ne? Ich denke mir aber so, ich schaue mich halt jeden Tag an, ich sehe die Unterschiede nicht. Schreiben aber total viele von euch, dass sie Unterschiede sehen, also keine Ahnung. Aber kennt ihr das? Irgendwie man sieht es selber immer als letztes. Aber auf jeden Fall, höre ich mich jetzt auf abzulenken. Leute, ich habe euch ja auch versprochen, euch Reviews zu geben zu den Produkten, die ich ausprobiere. Und wundert euch nicht, wenn es hier nass ist. Das kommt eben, weil ich mein Gesicht gewaschen habe, beziehungsweise mich abgeschminkt habe.
Und zwar habe ich mir hier dieses Reinigungsöl von Dermalogica Pre-Cleanse, heißt das, geholt. Ich habe mir das erstmal in so einer Probiergröße geholt und ich finde das mega. Also man merkt, das ist wirklich eine richtig sanfte Art, sich abzuschminken. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt das sein muss oder ob andere Reinigungsöle genauso sind, aber ich liebe das Gefühl, was so auf meiner Haut hinterlässt. So richtig sauber und clean und Hammer auf jeden Fall. Also ich würde euch auf jeden Fall raten, lasst die Finger von Micellenwasser. Das habe ich immer benutzt und habe irgendwie gar nicht gewusst, wie schlecht das ist. Benutzt lieber Reinigungsöl. Ist echt top. Und wenn ihr jetzt denkt, aber ich habe eine fettige Haut. Ich habe auch eine fettige Haut. Und Reinigungsöl funktioniert mega. Da stand zwar, dass damit auch wasserfestes Make-up weggeht. Aber für meine Mascara benutze ich immer mein Isana Augen-Make-up-Entferner. Den ölhaltigen. Einfach mit einem Wattepad drüber halten. Und dann, ja, geht das ganz easy. Ich mache jetzt, glaube ich, meine Nägel. Ich habe euch ja schon die Nägel gezeigt, die ich geholt habe. Damit werde ich mir gleich einen schönen Nails-Look machen. Bin ich gespannt, wie das aussehen wird. Weil bei mir ist immer das Problem, ich mache meine Nägel und dann will ich direkt was machen und dann mache ich mir wieder meinen Nagellack kaputt. Deswegen ist das perfekt, wenn ich eh so auf dem Bett chille und Serien schaue und Videos gucke. Dann kann ich das schön trocknen lassen. Und über die Nacht dann auch trocknen lassen. Ich hoffe, ich kann mir Lauras Nagelfeile ausleihen, weil ich habe keine. Und sie hat so eine extra für Gelnägel. Das wäre mega. Oh, ich habe jetzt diese Kiss Naturals an die Nägel gemacht, die abgebrochen sind. Bitte fokussieren. So. Da, die haben jetzt ungefähr dieselbe Länge alle. Hier ist nur eine abgefallen und hier zwei. Das sind Lauras Nägel. Sie hat heute ihre Gelnägel abgerissen. Und ich lackiere mir jetzt hier diesen von Rivaldo Loop drauf. Professional Nails. Keine Ahnung, warte, den gibt es nicht mal mehr. Also ich habe den so lange hergeholt. Aber Leute, ganz ehrlich, wenn man... Man den Text dazu. Es gibt immer so Pärchen, die haben so einen Song. Oh, Bibi, das ist unser Song. Bibi. Baby, das ist so nice. Diese Nägel, ich finde, die sehen auch alleine, finde ich schon cool aus. Also hätte ich jetzt nicht noch die Gelnägel. Fokussiert mein Gesicht. Ja, so frech. Ich würde mir einfach diese hier dran kleben und die dann so lassen. Ja, aber die halten ja nicht so gut. Ja und? Die brechen leichter ab. Nein, ich meine jetzt für die Zeit. Ach so, das meinst du. Nicht generell, aber. Soll ich machen? Nein, ich bin eine Stück. Was wäre so dein Song von dir und deinem Freund, wenn du das so entscheiden dürftest? Von Ashley Tisdale 1 oder von Chappelle halt, von High School Musical. I'm Fabulous? Fabulous wäre unser Song, ja. Ja, ist schön. Oh mein Gott, Schatz. Weißt du Schatz, noch? Unser Song, Baby. Oh mein Gott. We're so Baby. Fabulous. We're the most fabulous. Also wer möchte, dass das ein Song ist, meldet euch bei mir. Ich bin noch auf der Suche. Aktiv auf der Suche. Komischerweise. Ich frag mich warum. Verstehe ich auch nicht, Ilona, warum du Single bist. Ja, ich weiß auch nicht. Weißt du, ich bin doch so eine Traumfrau einfach. Du bist einfach perfekt. Ja, deswegen. Ich bin eine richtige Dreamwoman einfach. Ich habe ein gebärfreudiges Becken. Ich habe wahrscheinlich auch gute Muttermilch. Was will man mehr? Ich kann kochen und putzen. Ich glaube, viele Männer wollen keine Kinder. Ich glaube, Männer wollen eher öfter Kinder. Warum hauen die dann immer alle ab? Also, weil die immer zu jung sind. Aber immer, wenn ich mir so Shows angucke, dann sind die immer so, das sind so 25-jährige Männer und die sind so, ja, ich suche jetzt die Frau, um Kinder zu bekommen. Und dann heißt es auch immer, bist du familienorientiert, wenn nicht oder nicht, weil ich möchte Kinder. Ich meine, das ist halt, ne, der Mann, der kann dann nicht sagen, oh, ich möchte jetzt einfach Kinder, ne? Ne. Das sieht schon schön aus. Sieht
da jemand vor der Tür oder war das Katalea? Katalea macht die ganze Zeit so Geräusche. Wir müssen leider Cleo gerade aussperren, weil wir dürfen nicht mehr so laut hier oben sein. Und deswegen haben wir die Tür zu und einfach Cleo ausgesperrt. Aha, Cleo kommt nicht mehr rein. Ja, die ist immer so zu crazy, die kann nicht auf einem Fleck sitzen bleiben. Die direkt durch, die ist so wie ich. Die ist auch gerade auf einem Fleck. Ich weiß, macht sie auch manchmal. Ja, das stimmt. Was sagst du zu meinem Make-up? Ich glaube aber diesen Nagellack-Gerüche da, hier mag sie nicht so. Ah, mag ich auch nicht so gern, muss ich sagen. Mag ich nicht. Ich stink. Mama, ich stink. Weißt du, was mir aufgefallen ist, Elon? Was? Du schneidest deine Videos viel weniger. Was viel weniger? Keine Ahnung, ich mache halt immer so während eines Clips auch so ganz viele Cuts und das machst du irgendwie kaum. Was machst du denn? Check sie mal. Was genau schneidest du denn raus? Ja, halt Pausen oder wo ich M sage oder irgendwie sowas. Wofür? Nervt. Nee, ich finde gerade so bei Vlogs, die müssen so ganz organisch sein, einfach. Die müssen einfach so sein, wie sie sind. Was soll das? Ich check nicht, wie man als Katze so nerven kann. Die hat genug Essen, die hat ein Plätzchen zum Schlafen. Und trotzdem ist die unzufrieden. Die braucht halt auch richtig Attention manchmal. Ja, die hat so ihre Momente. Warum auch immer. I don't really get that. Ja, ich glaube, es ist einfach die Rasse. Andere Katzen sind anders. Oh scheiße, warum filme ich hier? Wie du filmst. Weiß nicht, ich habe irgendwie meine Kamera geöffnet und gefilmt. Die ganze Zeit? Nee, 2 Sekunden. Wow. Dann muss ich hier nach oben so lackieren. Jetzt. Ja, weil du mit deinem Gesicht da die ganze Zeit. So sehen die jetzt aus. Sieht, finde ich, cool aus. Also die sind vielleicht manche so ein bisschen schief, aber. Das finde ich schlimm. Darum geht's nicht. It's not about perfection. It's about being creative and. Warum löst das so? Living your fantasy. Weiß ich nicht. Ich lasse die jetzt trocknen. Ich liebe es, wie der Pony dabei so zappelt. Wie der zappelnde Fisch. Ich liebe den zappelnden Fisch. Ich auch. Ich weiß nicht, vielleicht kurz mal einen Hinweis geben. Haben wir da schon mal eine Aufgabe zugerechnet gehabt? Also zum Beispiel diese Aufgabe 4? Ich mache mal wieder einfach stumm. Kennen Sie ja schon. Ich habe gerade wieder Online-Vorlesung. Heute ist mein absoluter Vorlesungstag. Ich habe von 8 bis 11, von 12 bis 13:30 circa. Und dann wieder ab 14 bis 15:45. Also heute werde ich hier den ganzen Tag lang sitzen und mich fokussieren. Weil ich das jetzt schon total tue. Ja, hatten wir schon. Komplett oder wann? Wie viel? A, B, C, D? Vor allem Unternehmensrechnung, ne? Ich kann das halt alles nicht. Ja, das habe ich alles schon mal gemacht. Ja. Das ist doch super. Also da gab es denn keine Frage mehr zu, denn denke ich. Nee, keine gut. Fragen. Hat denn wir denn die Aufgabe... Es ist gerade der Raum abgelaufen und wir sollen jetzt in der Zwischenzeit Teilaufgaben machen. Und Leute, ich weiß nicht, wie man auf die Rechnungen kommen soll. Also die Rechnungen, die stehen immer nirgendwo und dann ist der so, ja, rechne das jetzt mal aus. Aber ich weiß gar nicht, wie ich drauf kommen soll. Soll ich mir Rechnungen, also so Rechnungswege, soll ich mir das irgendwie ausdenken? Oder? Also wer sich wundert, ich bin jetzt erst im 2. Semester. Und ich habe im 1. Semester die Klausur mit Finanzmathematik auch schon verkackt. Die Klausur war aber zusammen mit BWL und Management. Also das heißt jetzt, wenn ich die wiederhole, werde ich die hoffentlich schaffen. Aber jetzt habe ich gerade Finanzwirtschaft, Unternehmensrechnung, Kosten-Leistungsrechnung. Leute, ich kann das alles nicht.
Ja, ich habe schon gedacht, dass sie mir vielleicht einen Nachhilfelehrer suchen muss. Also, wer vielleicht dasselbe studiert und auch aus Salzgitter kommt und wer Zeit und Bock hätte, mir Nachhilfe zu geben, meldet euch gerne. Ja, ich würde natürlich auch bezahlen. Jetzt nicht so viel, aber ihr wisst, so ein gutes Studententaschengeld ist da schon am Start. Oder ich gebe euch da mal eine Shisha aus oder wir gehen mal essen oder so. Weil, also ganz ehrlich, ich mir muss das irgendwie erklären, weil ich komme wirklich gar nicht klar. Und zwar ist mir gestern was richtig Trauriges passiert. Ich habe mir hier dieses Serum geholt von Paula's Choice. Das ist definitiv nicht günstig. Und es ist mir gestern neben meinem Laptop umgekippt und auf meine Tastatur, so ein bisschen vielleicht auch in die Tastatur. Und wer mich schon länger verfolgt, weiß, ich musste mir zwei, nicht einen, zwei neue Laptops kaufen, weil ich da Flüssigkeit drüber gekippt habe. Und wenn das jetzt mein dritter wird, dann raste ich aus, weil momentan, ich müsste mir dann auch sofort einen neuen kaufen, weil ich wegen der Uni alles online machen muss. Ich muss wegen YouTube, muss ich alles online machen. Ich müsste mir sofort einen neuen Laptop kaufen. Und ich ziehe ja bald um, Leute. Ich ziehe Ende dieses Monats, ziehe ich schon um. Also ihr könnt euch auf jeden Fall auf Umzugsvlogs freuen. Ich werde auf jeden Fall meine leere Wohnung zeigen und ich werde euch immer so ein bisschen den Prozess zeigen. Das wird so cool. Und ja, ich müsste mir dann halt einen neuen Laptop kaufen, obwohl ich das Geld halt für meine neue Wohnung gespart habe. Aber whatever. Ich habe jetzt gestern dann ganz schnell das Reis auf die Stelle gelegt. Und der liegt jetzt in Lauras Zimmer, damit die Katzen nicht anfangen, mit dem Reis zu spielen. Und ich lasse den jetzt auf jeden Fall 24 Stunden da drauf, weil ich kann es nicht riskieren, dass dieser Laptop kaputt ist. Ein neuer MacBook kostet einfach wieder 1000 Euro mindestens. Und ich will dieses Geld halt lieber in meine Wohnung packen, weil dafür habe ich halt auch die letzte Zeit, ich habe so gut gespart, weil ich halt so ein Ziel im Kopf hatte und das war halt meine Wohnung. Ja, und jetzt, guck mal, ich habe mir so Haarreifen bestellt. Ich kann euch die mal in der Infobox verlinken. Das ist so ein Set, das habe ich jetzt gerade nicht mehr hier. Aber das ist so ein Set von so schwarzen Samthaarbändern. Und ich finde diesen Look echt cool. Vor allem so für zu Hause finde ich das richtig praktisch, wenn ihr einen Pony habt. Einfach Haarreifen noch rein, zack, fertig. Und ja, ich wollte euch mal so meine Haare zeigen. Die sind leider etwas fleckig momentan. Deswegen werde ich sie noch ein letztes Mal blondieren. Und ich habe noch eine Tönung mir bestellt bei Amazon. Das ist L'Oreal Dialight. Das wurde mir von euch empfohlen. Das werde ich dann auch so selber anmischen müssen. Das sollte heute oder morgen dann auch in der Post kommen. Das heißt, ich werde jetzt noch ein letztes Mal blondieren. Und dann die Tönung drüber. Das ist so eine Kühlung, so eine Tönung, die macht alles halt kühl. Die macht die dunkleren Stellen dann ein bisschen gräulicher. Und die Stellen werden dann halt einfach so ein bisschen silbrig. Ja, auf jeden Fall. Ist das der Plan für heute? Ich werde heute meine Haare wieder blondieren müssen. Ja, vielleicht sollte ich auch was für die Uni machen, aber ich wollte unbedingt was für die Uni machen, aber jetzt liegt ja Reis auf meinem Laptop. Das heißt, ich kann heute leider nichts machen, obwohl ich mir es auf jeden Fall fest vorgenommen habe, weil ich bin jeden Tag produktiv für die Uni. Aber ich könnte tatsächlich, ich könnte auch ohne Laptop weiterarbeiten, weil für Englisch müssen wir so eine Rede halten, wo wir das so aufschreiben müssen, so, und dann müssen wir das in so einem Video filmen. Das könnte ich eigentlich auch ohne Laptop machen, weil ich kann ja, ne, filmen kann ich ja so, ohne dass ich halt die Dateien dann erstmal rüberziehen kann. Ja, das könnte ich auf jeden Fall machen. Oder wir sollen, ach ne, ja, eine PowerPoint kann ich ohne Laptop leider nicht machen. Das fällt dann erstmal raus. Aber die Speech könnte ich machen. Ja, ich glaube, das ist dann auch so mit der Plan für heute, weil ich habe auch mal Lust, heute wieder Fotos zu machen. Heute ist wieder schönes Wetter. Und dann könnte Laura auf jeden Fall nochmal ein paar schöne Fotos von mir machen, weil es ist halt, sobald ich wieder bei mir allein in der Wohnung bin, es kann halt niemand schöne Fotos von mir machen, weil Laura kennt halt einfach meine Winkel. Laura kennt sich ja selber so ein bisschen damit aus, wie man schöne Fotos machen kann. Und ja, ich finde es immer ein bisschen komisch, auch wenn, ich weiß nicht, man hat halt so Freunde, mit denen kann man Fotos machen und Freunden so, die interessieren sich halt so gar nicht für Instagram. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist es immer voll unterschiedlich.
Ich creme mich gerade übrigens ein mit meiner Creme von Hildegard Brautmann, damit ich schön Sonnenschutzfaktor habe. Ich kann euch die unten auch mal verlinken. Da haben mich schon einige Leute immer nachgefragt, welche ich benutze. Die hat einen SPF 50. Aber man kann natürlich auch eine Creme benutzen und dann Sonnenschutzfaktor drauf machen. Maus miaut seit 7 Uhr morgens. Das ist Geschmackssache. Ich finde einfach schwierig, einen Sonnenschutzfaktor zu finden, also eine Sonnencreme, die nicht so hart fettig ist. Also ich finde, so Sonnencremes sind bei Aknehaut schwierig. Ja, ich kann euch auch gerne mal ein kleines Hautupdate geben. Meine Haut ist momentan richtig gut. Gestern hatte ich hier so ein vereinzelt paar Pickel, aber sonst kann man sich wirklich nicht beschweren. So Leute, ich weiß, es ist gerade schon sehr dunkel, aber ich habe mich jetzt heute vor einigen Stunden dafür entschieden, dass ich morgen tatsächlich wieder in meine Wohnung fahren werde. Aus verschiedenen Gründen. Ich habe da noch so einige Sachen, die ich noch erledigen muss. Und deswegen habe ich heute alles gepackt. Ich werde nur einen Bruchteil meiner Sachen mitnehmen und den Rest wird mein Vater dann mitbringen, wenn ich schon die neue Wohnung habe, damit ich mir einfach das unnötige Schleppen erspare, weil sonst müsste ich das in die jetzige Wohnung bringen, wieder runterbringen und in die neue Wohnung bringen. Das ist alles unnötig. Deswegen werde ich nur das Nötigste, sag ich mal, mitnehmen. Und ja, morgen bin ich wieder in meiner Wohnung. Fühlt sich gerade so komisch an, weil ich das Gefühl habe, ich wohne wieder hier. Also es ist echt, es ist krass, wie schnell man sich wieder so an ein Umfeld gewöhnt, sag ich mal. Aber ja, es wird Zeit. Wie gesagt, ich habe noch so einiges zu tun dort. Deswegen kann ich mich sozusagen nicht hier weiter verstecken. Und ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich das tue, mich so ein bisschen vor meinen Aufgaben verstecke. Deswegen muss ich morgen zurück. Ich fahre extra morgen am Samstag, weil ich dachte, am Wochenende ist wahrscheinlich so am wenigsten los auf den Autobahnen. Ich glaube, die Katzis freuen sich auf jeden Fall wieder auf ihren Kratzbaum. Das glaube ich, weil ich merke einfach, dass denen krass so das Klettern, dass sie das Klettern vermissen. Und ich, Leute, ich freue mich so sehr auf meine neue eigene Wohnung. Boah, ich freue mich so krass. Es sieht so nice. Ich werde wahrscheinlich so auf einige Möbel ein bisschen warten müssen. Aber es wird sich lohnen. Und ja, ich bin auch froh, denn ab Montag öffnet auch IKEA wieder. Das heißt, IKEA wird dann geöffnet sein. Ich glaube, man hätte aber sonst die Sachen auch abholen können. Ich bin mir aber nicht sicher. Ist jetzt auf jeden Fall ja auch kein Problem für mich. Und ich erzähle euch immer ein bisschen, was auf dem Plan steht. Ich werde jetzt aus meinem alten Zimmer noch Schreibtisch, Kleiderschrank und Kommode versuchen zu verkaufen. Und ich werde dann aus meinem jetzigen Zimmer tatsächlich nur Küchensachen mitnehmen. Ich werde mein Bett mitnehmen, meine Bilder mitnehmen, die Kratzbäume mitnehmen und zwei Nachttische. Und das war es tatsächlich. Ach, ein Stuhl. Nee, zwei Stühle. Und ja, halt so ein paar Badsachen, aber das ist auch, das ist eher so Kleinkram. Also es ist wirklich, es ist kaum was. Ich habe da wirklich kaum was, wenn ich erstmal die paar Sachen verkaufe. Deswegen wird das runtertragen zum Glück nicht so ein Problem. Ja, ich habe wirklich in der letzten Zeit so krass gespart da drauf. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe echt in den letzten Monaten, glaube ich, ich habe seit Jahren nicht mehr so wenig Klamotten gekauft. Das hatte aber auch, muss ich sagen, was mit Corona zu tun, weil man ja eh keinen Anlass hat, die anzuziehen. Aber jetzt werden ja nach und nach Restaurants wieder aufmachen, zwar nur mit einem begrenzten Platz, aber das ist schon mal, so ein kleiner Lichtblick, dass man vielleicht da wenigstens, ja, wenigstens mit Reservierung mal essen gehen kann. Ja, ich freue mich auf jeden Fall und werde euch natürlich dann morgen auch auf den ganzen Tag mitnehmen. Es wird leider wieder eine blöde Autofahrt, weil ich natürlich auch meine Katzen mitnehme. Und ich sag euch, die Hinfahrt war nicht schön. Meine Katzen haben wirklich, also die eine Katze hat die ganze Zeit durchmiaut. Die andere hat vielleicht insgesamt 10-mal miaut, also wirklich relativ ruhig und hat auch viel geschlafen. Aber der eine Katze hat es gar nicht gefallen. Also ich werde mir die ganze Zeit wieder deren Miauen anhören müssen. Aber ich sag mal so, ich habe es jetzt halt einmal versucht, geschaut, ob das mit den Katzen funktioniert. Und es hat schon funktioniert, aber es ist mit dem Fahren absolut nicht ideal. Und wenn ich könnte, dann würde ich die lieber, wenn ich mal, keine Ahnung, für ein paar Tage nach Hause kommen würde,
würde ich die entweder lieber füttern lassen oder in eine Pension oder so oder ins Tierheim geben. Also dann, ne, für die Tage so als Pension. Ich kann das Wort nicht aussprechen, aber ihr wisst, was ich meine. Also, dass ich die halt kurz in Pflege abgebe und dann halt wiederhole. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt weiter am Vorbereiten. Ich bin die ganze Zeit am Zimmer aufräumen, Sachen hin und her schieben und so weiter. Und ja. Es ist momentan gerade so ruhig und aufregend gleichzeitig, weil es steht mein Umzug an. Momentan ist es mit der Uni alles so komisch und neu und ja, ich glaube, da freue ich mich einfach wieder in meinem WG-Zimmer zu sein. Guten Morgen, Leute. Ich bin gestern gut in meinem WG-Zimmer angekommen. Es war irgendwie so ein richtig komisches Gefühl, wieder hier zu sein. Also echt, ich bin hier so reingekommen und es war alles so, wie sagt man das? Ich kenne alles so gut. Aber gleichzeitig war ich auch so lange nicht mehr hier. Also das war wirklich erstmal ungewohnt. Aber ich merke, dass meine Katzen sich auf jeden Fall freuen, wieder hier zu sein. Also die haben ihre Kratzbäume so krass vermisst. Und ich muss sagen, ich habe einfach wirklich so richtig mal die Ruhe genossen. Also wer das kennt, so zu Hause ist irgendwie immer was los. Und hier, ich habe einfach mal so richtig die Ruhe genossen. Auch wenn meine Katzen das nicht die ganze Zeit zugelassen haben. Mir ist einfach aufgefallen, ich hatte so Angst, den Kühlschrank zu öffnen. Aber da ist tatsächlich nur ein bisschen so nasser Salatkopf. Sonst ist in meinem Kühlschrank einfach noch alles gut. Also es ist nichts vergammelt. Ich hatte nichts richtig eklig Schimmeliges, was ich wegkippen musste zum Glück. Ich habe noch genug Essen in der Tiefkühltruhe. Ich habe da noch ganz viele vegane Schnitzel und Nuggets und noch so ein Chickenfilet. Deswegen, ich habe hier auf jeden Fall noch genug Essen. Ich hatte eigentlich vor, gestern direkt Sushi zu bestellen. Aber dann dachte ich so, Ilona, du hast so viel Essen hier. Also ich werde mir auf jeden Fall noch Sushi gönnen. 100 Pro. Aber gestern war irgendwie nicht so der Tag dafür. Und ich will dann auch gerne Buchquerfisch drehen. Und da hatte ich gestern nicht so Bock drauf. Ich wollte gestern, wie gesagt, einfach nur die Ruhe genießen. Und ja, heute werde ich für euch einen Try-on-Haul filmen auf jeden Fall. Und ich werde Sport machen. Ja, und sonst steht halt wirklich kaum noch was an, weil heute ist halt Sonntag. Mein Plan, warum ich jetzt halt schon eher hier bin, ist, weil ich meine Sachen schon zusammenpacken möchte. Ich möchte hier einmal durch die Möbelläden fahren und mir vielleicht schon mal Sachen anschauen, die wir dann halt hier vor Ort kaufen könnten. Und ich will noch ein paar Möbel aus meinem Zimmer verkaufen. Und das dauert ja auch immer ein bisschen. Also mein Schreibtisch wird auf jeden Fall verkauft, mein Kleiderschrank wird verkauft. Und da werde ich mir dann neue Sachen kaufen. Und ich glaube, ich müsste auch noch mal ein bisschen meine Klamotten aus und werde da noch ein bisschen was verkaufen. Also ich bereite mich jetzt hier auf den Umzug vor. Meine Pflanze sieht leider nicht mehr so gut aus. Die Arme, ne? Aber ich habe die jetzt mal ich habe da jetzt nur Wasser reingetan. Vielleicht überlebt die es noch. Man weiß es nicht, ja. Mausi, wie kann man so süß sein, ha? Wie kann man so süß sein? Mausi Nummer 2, hä? Wie kann man so süß sein? Ich werde einfach eine Stunde auf TikTok. Also echt, TikTok ist so die schlimmste Zeitverschwendung, weil ich finde, wenn ich zum Beispiel Serien schaue, dann mache ich immer noch nebenbei was. Aber wenn ich auf TikTok bin, wirklich plötzlich sind so 2 Stunden vergangen und ich habe halt nichts gemacht so. Deswegen mache ich mir für heute ein TikTok-Verbot. Ich werde jetzt mich anfangen fertig zu machen für die Videos, die ich heute drehen möchte. So, ich habe jetzt den ganzen Tag am Video gearbeitet. Mein Try-on-Fashion-Haul ist jetzt online. Wer den noch nicht gesehen hat, Link in der Infobox. Und jetzt habe ich eben die ganze Wohnung durchgesaugt. Ich habe auch schon Mittag/Abendessen gegessen. Und es ist einfach erst 16:24 Uhr. Und ich habe eigentlich alles von meiner Checkliste so erledigt, außer dass ich noch Sport machen muss. Aber darauf warte ich ja immer, bis ich mich abschminken kann. Deswegen werde ich mich jetzt abschminken, mein Workout machen,
duschen gehen und dann war es ein schöner, produktiver Sonntag. Ich habe überlegt, ob ich Essen bestelle, aber ich habe hier noch so viel Essen in der Tiefkühltruhe. Und mir ist halt aufgefallen, da ich ja bald umziehe, muss ich ja alles aufessen. Deswegen ist, glaube ich, gerade nicht so schlau zu bestellen. Ich werde erstmal wahrscheinlich alles aufessen, was ich hier habe. Und wenn ich dann nichts mehr habe, dann werde ich bestellen. Ja, das ist so der Plan von meinem Tag. Ich schaue nebenbei, während ich putze, schaue ich die ganze Zeit Gossip Girl. Und ich freue mich jetzt echt, mein Make-up abzumachen. Also ich muss echt sagen, ich liebe zwar meine Foundation und das Make-up fühlt sich auch richtig leicht an. Ich finde, seitdem ich keine aufgeklebten Wimpern mehr trage, habe ich absolut auch kein Problem mehr damit, geschminkt zu sein, weil ich finde, es ist halt super leicht. Ich merke zwischendurch gar nicht, dass ich Make-up trage. Während ich früher habe ich mir immer so eine fette Schicht Make-up drauf gemacht. Also ich meine, klar, wenn man mehr Pickel hat und unreinere Haut hat, dann packt man ja automatisch mehr drauf, wenn man mehr zum Abdecken hat und so weiter. Aber die Foundation ist echt Hammer für alle, die nicht wissen, welche ich verwende. Ich benutze die Estee Lauder Double Wear. Die ist so gut, hat auch ein SPF 10, was ich auch immer nice finde, wenn in der Foundation auch nochmal ein bisschen Sonnenschutz drin ist. Ja, ich mache jetzt meinen ganzen Schmuck ab. Der Schmuck ist übrigens wieder von Purelay. Ich werde bald für euch wieder einen neuen Purelay-Code haben, wahrscheinlich im nächsten Vlog, da könnt ihr euch drauf freuen. Und ja, ich mache jetzt meinen Schmuck ab, mein Make-up ab und dann wird ein bisschen Sport gemacht. Ich weiß noch nicht, was ich heute mache. Aber ich mache auf jeden Fall irgendwas. So, ich mache jetzt mein tägliches Workout. Mein Outfit ist, nee, nicht komplett von Oceans Apart. Das Oberteil ist von einem Oceans Apart Set. Die Leggings ist neu von Oceans Apart. Die hat hier, ist hier so durchsichtig an der Seite. Und darunter trage ich ein Sport-BH von Amazon. Und jetzt, let's go. Good morning, Leute. Ich habe mich heute noch gar nicht gemeldet. Ich hatte heute Morgen wieder Online-Vorlesung. Und sonst saß ich bisschen die ganze Zeit auf dem Bett und habe einfach die ganze Zeit ein bisschen über meinen Umzug nachgeschaut, habe Sachen recherchiert, Sachen ausgemessen. Also, ja, so ein bisschen Sachen, die ich so im Kopf hatte, einfach mal ein bisschen aufgeschrieben und so weiter. Ein bisschen nachgedacht. Und jetzt habe ich gerade eine Haarmaske drin, denn ich werde mich gleich fertig machen. Ich möchte nämlich in ein Möbelgeschäft fahren. Ich habe da nämlich ein Sofa in Aussicht, was mir ziemlich gut gefallen könnte. Und ich will jetzt mal dahin fahren, will jetzt mal nachfragen, ob man das da ob man das da halt direkt mitnehmen könnte oder ob die das auch liefern und so weiter. Will ich einfach mir so ein bisschen auch Sachen anschauen. Da ist nämlich auch ein Action und da kann ich mir dann auch wieder ein bisschen Inspiration suchen. Bei Action gibt es ja auch manchmal ein paar Möbelstücke. Und die sind ja preislich immer extrem, extrem nice. Deswegen, ja, und Action hat auch viele Küchensachen und so weiter. Das werde ich ja auch alles brauchen. Einfach sich so ein bisschen inspirieren lassen. Schauen, was überhaupt so im Angebot ist. Weil ich will halt erstmal in den Läden schauen, was es da so gibt, bevor ich mir alles für dreimal so teuer im Internet bestelle. Das würde ich euch auch empfehlen. Wenn ihr ein Action habt, dann schaut immer erst bei Action. Weil Action ist echt so ein geiler Laden. Und sonst gibt es hier, glaube ich, auch noch T-Dogs. Da möchte ich auch nochmal hinfahren. Ja, und so ein paar andere Möbelgeschäfte, da werde ich auch nochmal hin. Ikea habe ich so ein bisschen alle schon so im Blick, was ich haben möchte. Das kann man ja online richtig gut schauen. Aber andere Möbelgeschäfte, da muss man einfach mal hinfahren und schauen. Das geht einfach nicht alles online. Da muss man einfach mal sich im Real auch einfach mal, ich finde zum Beispiel so Sofas, ich finde es voll wichtig, sich die mal wirklich anzuschauen. Deswegen muss ich heute das mal erledigen. Ja, und ich muss ja generell so ein bisschen planen, wie so der ganze Umzug stattfinden wird, damit das alles reibungslos läuft. Ja. What are these issues that we need to work on? The main thing is, and this is going to be hard for you to think now because of what I've just done, trusting in the relationship. Cleo ist am Start, die andere Maus auch und ich werde euch jetzt zeigen, was ich mir beim Einkaufen gekauft habe.
Einmal habe ich mir Tomaten geholt, weil ich hatte vor, mir Tomate Mozzarella zu holen. Ich habe die Mozzarella vergessen. Und ich war in zwei Supermärkten. Dann habe ich mir geholt hier diese kernlosen Trauben. Wenn ich mal Lust auf was Süßes habe. Und dann wollte ich ausprobieren von Dr. Oetker, gibt es jetzt diesen Halbprotein-Pudding. Ich mag Schoko immer lieber, aber das war irgendwie der letzte, den es noch gab. Deswegen habe ich mir den geholt. Der ist halt sehr kalorienarm für die ganze Menge. Deswegen finde ich, kann man den auch gut snacken. Ich habe hier noch zwei verschiedene Arten von Pesto, weil ich dachte, Nudeln mit Pesto gehen immer. Ja, dann habe ich mir noch Babybel geholt. Und dann habe ich hier noch einige Sachen. Einmal von Simply V, diesen Gartenkräuter, Frischkäse. Dann habe ich hier von Garden Gourmet mir diese Schnitzel Wiener Art geholt. Die sind echt, das sind wirklich die geilsten, die es gibt, muss ich sagen, Leute. Dann hier von Like Meat diese Barbecue Chicken Strips. Die habe ich noch nicht probiert. Ich bin echt gespannt, wie die schmecken. Kann man auch immer nice essen. Von Vegini, ich weiß nicht genau, Veguni. Die gab es dann bei Aldi und jetzt habe ich die bei Rewe gefunden. Das sind Chivapchichi aus Erbsenprotein. Das heißt sojafrei. Das ist ja einigen wichtig. Die schmecken so lecker. Also echt. Oh, das war richtiger Throwback so in die Kindheit, muss ich sagen. Dann habe ich noch eine Sache für die Tiefkühltruhe geholt. Und zwar hier dieses Ben & Jerry's Netflix & Chilled. Boah, dieses Eis ist so lecker. Das sind Brownie-Stücke und Peanut Butter und Salzbrezel, so Swirls. Boah, das ist so lecker. Es ist halt auch Peanut Butter-Eis. Das heißt nicht einfach nur schlechtes Vanille-Eis, was ich so lecker finde. Ja, es gibt ja gleich Futter, ihr Armen. Ihr Armen Verhungerten. Meine Haare sehen einfach heute so heftig nice glatt aus. Ich habe heute wieder eine Mermaid & Me Maske benutzt. Auf jeden Fall muss ich morgen für euch mal anfangen, den Vlog zu schneiden, weil ich habe wirklich so viel Material. Also ich glaube, ich kann aus dem Material, was ich bis jetzt habe, ich kann da zwei Vlogs rausschneiden. Also ja, ich habe halt gestern den Fashion Haul hochgeladen. Deswegen war ich jetzt heute so okay. Heute lädt es eh nicht hoch, aber morgen werde ich mich da auf jeden Fall dran setzen. Ich muss sagen, ich bin momentan ein bisschen verwirrt mit meinem Pony. Ich weiß nicht, ob ich den so seitlich tragen soll oder ob ich den auch so in die Mitte machen soll. Was findet ihr besser? Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ich kann auch gerne... Ich war eben auch auf Möbelsuche. Ich habe nämlich ein Sofa beim dänischen Bettenlager gefunden, was mir richtig gut gefällt. Kann ich euch hier mal ein Video kurz einblenden, was ich mit dem Handy gemacht habe. Ja, gefällt mir einfach ganz gut. Ist halt so ein Ecksofa, was ich gerne haben wollte, in Grau. Man sieht Dreck nicht so doll. Und ja, preislich ist es auch ganz nice. Das werde ich mir vielleicht für meine neue Wohnung holen. Also steht jetzt noch nicht zu 100% fest. Ich werde jetzt die Tage noch zu anderen Möbelläden fahren. Aber das ist schon mal bisher ist das so das Beste, weil da können wir halt einfach hinfahren, das holen, mitnehmen. Und ich habe halt geschaut, alles, was ich im Internet bestellen würde und was ich, also was geliefert werden würde, das dauert alles so 8 Wochen. Und Leute, ich warte keine 8 Wochen. Ich habe die Wohnung, ich will ein Sofa. Ja.